Hallo liebe Sportfreunde, ich begrüße euch an diesem verschneiten Donnerstagabend, dem 16.12. zum Europapokal und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Volleyball steht heute auf dem Plan. Der Schweriner Sportclub empfängt heute im Challenge Cup Rückspiel den ZOK Rijeka. Und das Hinspiel hat die Schweriner sehr erfolgreich gestaltet. 3:0 hieß es da am Ende für unseren Schweriner SC und heute dann das Rückspiel. Hört sich alles sehr einfach, sehr, sehr schnell an, aber ganz so ist es dann nicht, denn es ist der Challenge Cup und da ist alles ein wenig anders. Wenn man heute hier möglicherweise 3:1 doch das Spiel verlieren sollte, als Beispiel, dann geht es, hätte man nicht gewonnen, weil man mehr Sätze gewonnen hätte, sondern es würde in einen entscheidenden sogenannten Golden Set gehen und wer den gewinnt, ist dann am Ende weiter. Es zählen nur die gewonnenen Spiele und am Ende dann der Golden Set. Das heißt, man muss hier gewinnen, um sicher in die nächste Runde zu kommen. Und das wird nicht ganz einfach, denn unser Gegner heute ist das zweitbeste Team Kroatiens nach Slodab Zagreb. Nur Slodab Zagreb hat viele Erfolge vorzuweisen in der Vergangenheit. Aber in den letzten 10 Jahren waren es doch Rijeka, die hier erfolgreich waren in Kroatien. Unter anderem haben sie dabei geholt 5 Meisterschaften und 7-mal den Pokal. Die letzten 3 Meisterschaften und die letzten 5 Pokalsiege gingen alle an diese Mannschaft. In den letzten 3 Spielzeiten haben sie sogar in der Champions League gespielt, also den höchsten europäischen Pokal, und gehörten vor 2 Jahren zu den 12 besten Mannschaften. Doch in dieser Saison ist das ein wenig anders. Die Mannschaft ist komplett neu aufgestellt, nur mit kroatischen Spielerinnen, und haben deshalb den Champions League Platz an Split abgegeben und spielen jetzt hier im Challenge Cup gegen die SSC. Und hier droht bereits das Aus. Und wir wollen gucken, ob sich das denn auch bewahrheitet. Der Schweriner SC letztes Jahr im etwas höheren Pokal schon ausgeschieden gewesen, bereits in der 3. Runde gegen die italienischen Vertreter. 3:1 hier gab es lange Gesichter in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin. Zum anderen müssen wir dann auch noch sagen, Schwerin der letzte Vertreter im Europapokal der deutschen Mannschaften. Die restlichen Vertreter, die Roten Raben Wilsburg und der Dresdner SC sowie die Wiesbadenerinnen haben sich bereits durchgesetzt und für die nächste Runde qualifiziert. Aber auch das Besondere hier für die Schwerinerinnen: sollten sie heute gewinnen, haben sie ein Freilos im 16. Finale und würden direkt ins 8. Finale einziehen. Und wir wollen jetzt gucken, ob ihnen das dann auch gelingt. Sind auf dem Spielfeld. Und wir möchten euch das Schiedsgericht vorstellen. Welcome the referees. Erster Schiedsrichter. First referee aus Russland, from Russia, Mr. Nikolai Mitsinikov. Zweiter Schiedsrichter, second referee aus Schweden, from Sweden, Mr. Stefan Bertschöl. Und wir begrüßen vom Europäischen Volleyballverband, vom CEV, den Supervisor aus Deutschland, Gerd Kluge. Herzlich willkommen. Jetzt gibt es nochmal eine obligatorische Begrüßung. Damit kommen wir zum Spiel des SSC Schwerin gegen ZOK Rijeka aus Kroatien. Na, und dann sehen wir auch, es ist kein normales Spiel, es ist Europapokal angesagt in Schwerin. Ganz international. Schwerin natürlich aus Deutschland, der Gegner aus Kroatien, die Schiedsrichter aus Russland und Schweden. Und man hatte sich auf einen großen Europapokalabend gefreut. Nun haben es noch nicht ganz so viele Leute hergefunden, weil die Anreise wirklich schwierig war. Auch wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt bis zur Halle hierher zu finden. Es ist alles völlig verschneit draußen. Und ein großes Kompliment an alle Leute, die hergefunden haben. Selbst auf der Homepage des SSC wurde dazu aufgerufen, den Nahverkehr zu nutzen, dass die Eintrittskarten für den Nahverkehr gültig sind, damit die Leute hier auch herkommen können. Es war wirklich nicht einfach, aber selbst der Nahverkehr hatte seine Probleme beim Fahren. Das hat man vor der Halle schon gesehen. Es waren nicht so viele Autos da, wie man da erwartet hätte. Und sie sieht auch hier in der Halle aus, aber ein paar
Leute haben es doch hier in die Halle gefunden und jetzt werden die Mannschaft vorgestellt. Lenica Vrtić. Mit der Nummer 15, Bernarda Brčić. Ja, und da können wir auch ein bisschen schon mit vorstellen, Bernarda Brčić. Da mit der 15. Der Kapitän Magda Maras. Mit der 9. Und mit der Nummer 8. Samantha Fabrice. Und die 8. Anikela Antelic mit der 8 und die 2 Paola Dursen. Das ist also, sind also die Gäste. Und jetzt erhebt sich hier die angereisten Zuschauer das erste Mal. Und wir sehen die Schweriner SC, Bendula, Alarova, die drei Nadja Schaus. Die drei Nadja Schaus. Ne, die 8 Berit Kaufeld, die 7 Patricia Thormann, Denise Hanke mit der 10. Und mit der Nummer 13 Janine Völker. Janine Völker mit der 13. Und Lisa Thomsen in Mitte 1. Herzlich willkommen, unser Trainer, unser Coach Tore Alexandersson. Und deine Trainer Ture Alexandersson. Und unser Trainer Andreas Renneberg. Und Andreas Renneberg. Der Assistenzcoach. Und wir haben jetzt natürlich nur die Spielerinnen vorgestellt, die jetzt auch auf der Platte stehen. Bloß eine, die dann immer schnell wechseln kann. Also der Libero Lisa Thomsen auf Schweriner Seite, der jetzt auch gleich am Anfang auf der Platte steht. Und wir beginnen das Spiel mit der Angabe durch Dini Tanke. Sprungaufgabe ins Netz und der erste Punkt für die Gäste. Also wild, wir bleiben stehen. 0 zu 1. Und da ist jetzt, sprach es angesprochen, Wechsel. Paola Dursen, der Libero, auf Seiten der Kroatin, verlässt die Platte. Vrkić mit der Angabe. Und Adlerova scheitert am ersten Block. 0 zu 2. Das geht in. Genau. Und die Zuschauer bleiben konsequent stehen. Und unterstützen weiterhin den SSC für den ersten Punkt. Wieder Adlerova. Und der Punkt für den SSC, auch wenn der Ball zu weit war. 2 zu 1. Gab es einen technischen Fehler am Netz von den Kroatinnen. Und deswegen Angabe für den Schwerin SC, Adlerova. Kurz gespielt, das war ein sehr guter Angriff, sehr überlegt gespielt von Magda Maris, der Kapitänin auf Seiten von Rika. Deshalb jetzt wieder Angabe für die Gäste 1 zu 3. Und da haben sie Glück gehabt, da haben sie mit im Block gespielt und dann ist Berit Kaufeld mit dem Punkt 2 zu 3. Und Kaufeld jetzt auch mit der Angabe. Und wieder ins Netz gegriffen von den Kroaten. Und deshalb der Ausgleich für den Schwerin SC. Ja, Magda Maras kann das nicht ganz fassen.
was der Schiedsrichter da entschieden hat, aber ich habe es ähnlich gesehen. Glück für die Kroatinnen. Antelic schlägt dann den Ball in den Block, aber er kommt wieder auf der Schweriner Seite auf. Deswegen 4:3 für Rijeka. Mach's mit dieser Angabe und schaust mit dem Punkt für den Schweriner SC. Und Völker scheitert am kroatischen Block. Und der Punkt für die Kroaten. 5:4. Und Tormann scheitert am kroatischen Block und deshalb 6:4 Führung. Für Zadoka Rijeka. Einfach rübergeschubst nach dem Schweriner Block. Völker einfach in den Block gelegt. Und den haben sie sich schön zurückerkämpft. Schwerinerinnen. Und dann steht der Block mit Völker und Tormann zum 5:6. Und wieder ist der Block da. Denise Hanke. 6:6. Und das war besser gelöst von den Kroatinnen. So wie es wieder Aufgabe im Wechsel. Ja, 6:7. Und die Angabe zu weit von Antelic. 7:7. Und Patricia Tormann mit der Angabe. Im Mittelfeld nur als Lob gespielt. Ist zu leicht und Kaufeld mit dem Punkt. Die technische Auszeit bei 8 Punkte nach 7 führt der Schweriner SC jetzt in diesem ersten Satz. Und so beim kroatischen Trainer, das sehen sie jetzt nicht, weil sie jetzt den Schweriner Tura Aleksandarson sehen, der